Hallo Leute, hier ist der Will of Games, der Coach des Teams Reflex Pontifex und wir sind beim ersten GPL Teambuilding. Ja, es könnte sein, dass dieses Video ein bisschen länger geht, weil ich habe mir ein bisschen überlegt, wie genau mache ich dieses Video, wie werde ich dieses Video strukturieren, weil das Teambuilding gegen Downy hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Und da nehme ich ein bisschen was vorweg, bevor wir das Team gesehen haben. Aus meiner Perspektive hat er ein gigantisch gutes Matchup. Und es ist sehr hart, mit meinem Team gegen sein Team konkurrieren zu können. Dementsprechend musste ein sehr, sehr, sehr raffiniertes Teambuilding ran, um gegen ihn zu bestehen. Und es wird nachher sehr, sehr, sehr crazy aussehen und es wird eine Menge an Variationen reinkommen. Und das werdet ihr gleich aber sehen. Dementsprechend, das Video wird etwas länger sein. Ich werde auf alles eingehen, weil ich habe mir darüber nachgedacht, natürlich werde ich hier einige Taktiken revealen, die ich mit meinem Team machen kann, die eventuell einem Gegner helfen können. Aber lieber möchte ich, dass die Gegner Angst vor allem haben, sich vor allem gegen alles preppen, weil ich das eventuell bringen könnte. Und B, ist es mir egal, ist es ein Zuschauerformat, da zeige ich das lieber, nicht so wie andere. Da zeige ich lieber, was ich vorhabe, damit ihr auch nachvollziehen könnt, wie ich an meinem Punkt gelandet bin. Und das ist mir dann doch lieber, als zu sagen, nee, wir heiden hier mal ein Set. Dementsprechend machen wir das so. Ihr seht aktuell mein Team, wir haben ja das Team bestehend aus Rotom Heat, wir haben Obstagoon, wir haben Cobalium, wir haben Seismitoad, Roserade, Xatu, Bundlebee, Kofagugus, PP, wir haben den guten Tortonator und Arctowish. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal rüber zum Team von Downy. Schön, ich mache das schön direkt mit. Oh yes, ich bin ganz stolz auf mich. Was hat er denn überhaupt? Was könnte er mitnehmen? Er hat Necrozma. Necrozma ist natürlich wahnsinnig gut und neben einem anderen Pokémon, wozu wir noch kommen, sein einziger Tarnsteinleger und sein bester damit auch. Dementsprechend glaube ich auch, dass es ein defensives Set vermutlich sein wird gegen mich. Mit Tarnstein, Psychic Move. Der Rock Move ist ziemlich gut gegen mich und dann noch irgendwas, was Obstagoon trifft. Probably Brick Break, aber er könnte auch ein Coleman Set spielen. Oder Recovery oder Toxic. Je nachdem, muss man mal sehen, wofür er sich dann gegen ihn entscheidet. Dann hat er mal einen Boy Keldeo, den habe ich natürlich seit Gen 6 nicht mehr gesehen. Jetzt sehen wir hier im Gegnerteam, das ist natürlich ein bisschen schade, aber er ist auf jeden Fall scary. Er hat jetzt auch den Luftschnitt bekommen, dementsprechend richtig, richtig, richtig stark und kann natürlich eine Menge reinböllern, kann auch mit dem Sub-Core-Mindset richtig nervig werden und dementsprechend ein massiver Threat, gegen den man sich vorbereiten muss. Dann hat er Nachtara, der ist natürlich sehr bulky, aber ich glaube tatsächlich, dass ich im Vergleich zu anderen Teams ein sehr gutes Matchup gegen Nachtara habe, weil ich sehr viele Outs habe mit sowas wie Cobalium und Obstagoon, die halt die Dark Attacks resisten und den Physik attackieren wollen, wo der spezielle Attack, da ich sowas wie Volt Switch habe, möchte dann Nachtara eigentlich unbedingt reinkommen, weil dann wird er halt direkt wieder rausgeforst. Er kann aber trotzdem mit Wish Beton Pass schon was machen. Er ist nicht komplett bad, aber ich glaube, dass mein Team dagegen zumindest ein gutes Matchup hat. Dann kommen wir zu einem gigantischen Threat, neben Necrozma und Kelly natürlich, die auch gigantische Threats sind. Eventuell ist Necrozma sogar ein größerer Threat, einfach wegen der Variabilität, aber die schiere Angst, die ein Set von dem guten Pokémon Famicola oder Durant ausübt, ist gigantisch. Und dementsprechend, ich muss mich auf jeden Fall gegen den preppen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Downy den mitnehmen wird. Und wenn er trifft, dann kann er massiv reinhauen, wenn er mal eine Homeclaws raushaut, dann ist er wirklich scary. Und dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein Pokémon, wo ich echt aufpassen muss, dass ich dagegen gepreppt bin, weil sonst kann der auf jeden Fall einfach durchgehen. Und das darf auf jeden Fall nicht passieren. Dann hat Lebeldra, was tatsächlich sein einziger Defogger ist, was mir ganz gut gefällt, weil wenn mal Hazards liegen, dann kann er sie dann vermutlich nicht wegmachen, außer er hat Flygon mit. Flygon ist aber generell vermutlich sogar in seinem Team dabei, einfach weil ich Rotom Heat habe. Und Flygon halt ein natürlicher Check dagegen ist. Wenn das nicht dabei hat, ist fein, da kann ich ja die Tarnstellen liegen, die bleiben dann immer auf seinem Feld. Das gefällt mir dann. Muss man aber mal gucken, ist aber auch recht, ein recht gutes Pokémon, kann es scarfen, kann Newton und so weiter. Ist nicht irgendwas, was jetzt hier ihm einen großen Nachteil bringen würde. Dann hat er Type Null, der ist natürlich auch sehr spezial oder physisch defensiv, je nachdem wie man den auslegt. Ist natürlich sehr bulky, hat U-Turn, ist dementsprechend ein sehr guter Pivot, muss man auf jeden Fall auch gucken, dass man sich gegen den preppt. Muss sich auch ein bisschen realisieren und dann kommen wir zu einem Pokémon, wo ich ganz ehrlich bin, habe ich übersehen. Und er ist irgendwann in der Mitte der Team, in der Prep, werdet ihr sehen, dass ich realisiere, was für ein Threat dieses Pokémon ist. Und das ist Weezing. Warum ist Weezing so ein Threat? Dieses Levitate physisch defensive Pokémon, da hat sich doch nichts geändert. Doch, es hat eine neue Ability bekommen, nämlich Neutralizing Gas. Und ich dachte nur, dass Weezing Galar, also die Galarform von Smogmog, diese Fähigkeit bekommt. Aber nein, das normale Smogmog bekommt diese Fähigkeit auch. Und was macht diese Fähigkeit?
Die Fähigkeit sorgt dafür, dass die gegnerischen Fähigkeiten einfach ignoriert werden. Das heißt, so ein Adrenalin-Boost von meinem, ich wollte gerade Reflex sagen, von meinem Obstagoon, mein Marikadax wird ignoriert, so ein Magic Bounce von Xatu wird ignoriert. Und das ist schon sehr schlimm, weil so kann er halt gegen meinen Xatu einfach eine Toxin rausfeuern. Die Attacken von Obstagoon machen nicht mehr so viel. Und damit ist halt wirklich Weezing richtig gut. Er kann auch sowas wie mein Pipi einfach toxicen und ich nehme Toxic-Schaden. Das ist richtig, richtig gefährlich. Und das macht halt Smogmog zu einem super, super, super guten Pick. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich gepennt habe, aber ich hätte bei der Tierlist-Entscheidung, glaube ich, auch dafür plädieren müssen, dass er im A ist. Weil die Prep, die ich gegen den brauche, ist quasi mit einem Amon schon sehr würdig. Ich bin mir nicht sicher, aber wow, es ist ein verdammt, verdammt krasser Pick und vor allem auch gegen mein Team dementsprechend. Der wird auf jeden Fall dabei sein. Wenn er nicht dabei ist, dann freue ich mich. Ich würde es nicht verstehen, aber hey, der ist einfach richtig, richtig stark. Und dementsprechend, das ist ein Mon, was meine ganze Prep umgeworfen hat. Und das sehen wir auch nachher. Dann hat der Rillaboom, der ist okay. Ich habe also sowas wie Rotom Heat, Kobalium, was ihn halt sehr gut checken kann. Dementsprechend, der ist okay, 85 Speed ist aber ein bisschen traurig, weil halt ein Punkt langsamer ist als Rotom Heat. Ich kann auch Offensive Rotom Heat theoretisch spielen mit Speed und ich habe halt einiges, was schneller ist. Ich weiß nicht, der ist okay, I guess, aber ich habe halt natürliche Checks direkt gegen den, deswegen glaube ich nicht, dass er mitkommen wird. Dann hat er Crustle, das ist ein interessanter Fall, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ja, der unten links, das Pokémon, das hat natürlich Hausbruch, Shell Smash, ne? Hat halt Rocks, Spikes, alles mögliche. Der kann mitkommen, weil mit einem Heavy-Duty-Boot-Set und mit Sturdy kann er halt in Hazards reinkommen. Es ist ihm halt egal, drückt einen Hausbruch, tankt einen Hit und ist dann auf +2/+2 und ist damit sehr stark. Das kann er machen, aber ich sehe halt, dass er eigentlich bessere Pokémon dabei hat, die mitnehmen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass er wegen den Tarnsteinen das machen möchte. Aber dann wird halt eines aus und ich kann jetzt schon mal sagen, was ich glaube, was er mitnehmen wird. Necrozma, Keldeo, Durant, Flygon, Type Null und Smogmog nicht dabei sein. Dementsprechend bin ich dann eigentlich ganz glücklich, weil ich möchte, dass keins davon dabei ist. Das, was ich am wenigsten vielleicht nur sehe, ist Libeldra. Aber wenn dann Libeldra weg ist, kann ich immer die Tarnsteine legen. Und dann ist halt, ich meine, guckt euch das Team da mal gegen so einen Rotom Heat an. Das ist dementsprechend, er ist ein bisschen geforst auf seine 2S da und seine Anfangs-B und seine letzten A. Dementsprechend, der kann mit sein, der kann auch nervig sein. Deswegen habe ich mich auch oft gegen den, auf den auf jeden Fall gepreppt, aber ich weiß nicht. Dann nochmal mehr Blitzer, der als offensives Mon wirklich nicht so gefährlich ist. Das Einzige, was ich sehen könnte, wäre ein Sub-Beton-Pass-Set oder sowas. Aber ich weiß nicht, der ist, naja. Und dann haben wir Pantymos, der offensiv gar nicht mal so schlecht ist, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen mich vor ihm fürchten müssen. Es sind auch ein paar Team-Link-Entscheidungen sind getroffen worden, weil ich halt Pantymos besiegen muss. Aber sonst ist der auch nicht allzu scary. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal in das Teambuilding. Wir gucken uns einfach mal an, was ich gemacht habe. Und ja, direkt mit dem Format, wie ich schon funktioniert. Ach, super. Gut, dass ich das alles eingereicht habe. Gucken wir mal. Bei mir Shoutouts an Lars02, der mir hier viel Glück wünscht. Vielen Dank, Mann. Ich wollte nicht in mein finales Team gehen, aber es ist okay. Wie sind wir da hingekommen? Wir sehen eventuell, dass wir ein paar Anteile, die wir zu vergeben haben. Dann fangen wir mal von vorne an. Das ist ja mein Team. Das kennen wir alle, das haben wir alle schon mal gesehen. Wunderbar, davon können wir weitergehen. Was war denn mein allererster Draft, den ich hatte? Was war meine allererste Idee gegen Downies Team? Ich finde, dass Rick Bombi, mein Bundabee, so richtig gut gegen ihn aussieht, offensiv. Meine Anfangsidee war halt, eine Art Expert-Belt-Set zu spielen, weil ich halt manchmal sehr effektiv treffe, so Necrozma, Keldeo, Umbreon und so weiter, Libeldra. Ich habe eine Psychokinese für Smogmog und der kann schon ziemlich gut sein. Mit Protect blocke ich halt so eine First Impression. Das ist theoretisch ganz nett. Gibt andere Probleme mit dem Set noch, aber das war die erste Idee. Da habe ich mir gedacht, so Heavy Duty Boots, Rotom Heat ist doch ganz nett, so ein Defogger ist doch ganz nett, Toxic, Wood Switch Overheat. Ein kleiner Check gegen Durant, sowas wie Smogmog ist ganz nett damit zu checken. Ist jetzt nicht amazing, aber sowas wie Rillaboom und so weiter. Ist einfach ein gutes Mod, ne? Dann Kobalium habe ich mir gedacht, ich brauche einen Rocker. So Cormite ist eigentlich ganz nett, weil da komme ich dann eigentlich an Durant vorbei. Kann halt auch gegen sowas wie Smogmog, Cormite, komme rein theoretisch an den Mons vorbei. Problem ist hier natürlich, es gibt sowas wie Cormite Necrozma, aber schauen wir mal.
Dann habe ich mir gedacht, ich brauche was Schedule checkt, so Roserade, Maybe Max HP, war halt ein kleiner Draft, den ich gebastelt habe, wäre ganz nett. Sleep Powder, Sludge Bomb, Gigadon, Extrasensory Series, gar nicht mal so eine schlechte offensive Coverage. Trifft halt alles leider bis auf Durant und sowas wie Bedef Type 9 kann natürlich auch tanken. Selbes Problem bei World by Ribombi. Und da kommen wir zu meiner Krux, die ich mir anfangs überlegt hatte, das war CM Pass Xatu. Hatte hier noch Heatwave Psychic, mir ist nicht ganz aufgefallen am Anfang, dass mir hier noch der Roost fehlt, aber das war zumindest die erste Idee, weil ich mir dachte halt CM Pass in Bundlebee könnte eigentlich ziemlich nett sein, weil auf plus 2 killt er halt alles nach Rocks bis auf Type 0, was mir den Punkt noch nicht ganz klar. Und dann als Last Move Obstagoon, der mit seinem ganz normalen offensiven Set schon sehr pressured und glaube ich auch Downy in der Team-Preview hier in der Prep auch sehr Angst machen wird und deswegen würde er für Steph Weezing mitnehmen. Aber ab dem Punkt dachte ich noch, ich tute ihn, weil ich mir nicht sicher war, was seine Ability war. Dann habe ich ein bisschen weitergebildet, dann kam ich halt ein bisschen auf Branavats. Die Sets wurden ein bisschen genauer, kam halt hier auch so für Steph Branavats mit Protect, Power Whoop, das wäre auch eine Idee, wenn ich halt das CM-Pass einfach sein lassen möchte, was ich eventuell sein lassen möchte tatsächlich, ja. Weil das war irgendwie nicht so das Wahre. Zumindest war die Idee schon mal da, Branavats mitzunehmen. Aber ich glaube, das hat sich hier auch nicht groß geändert. Ich weiß gar nicht, was sich hier geändert hat, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich sehe gerade nicht viel. Manchmal habe ich die Sachen einfach kopiert, um so eine Sache zu ändern. Die sehe ich gerade nicht. Aber dementsprechend, ja, das hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Hatte ich hier einen anderen Rocker? Nee, eventuell hat sich einfach nichts geändert. Dann ging es halt weiter. Dann habe ich halt versucht, einen ganz anderen Anlauf zu starten. Ich habe halt einfach versucht, nochmal neu zu bilden und kam dann auf die Idee, okay, was ist, wenn ich sowas wie Bulk Up Iron Tail zocke, weil ich habe halt so ein bisschen geguckt und hier in dem Match, na, ne gut, das kam ein bisschen von dem Bild hier. Ich hatte mit Size Metall probiert, es ist mir aber, das Ding ist halt, dieser Bild funktioniert nicht ganz, weil er gegen zu viel verliert, vor allem Kelio. Das Problem, mit Size Metall wird von Kelio gekillt und so weiter, das klappt einfach nicht. Was auch ein Problem mit dem Bild hier ist, Crustle ist gigantisch das Problem. Wenn der mal einen Shell Smash bekommt, dann killt er einfach alles. Deswegen dachte ich mir, okay, wie will ich das preventen? Ich habe gedacht, vielleicht ist Iron Tail so eine Option. Der Cumberland hat mal überlegt, vielleicht ist Element ein Ding. Und kam aber auch mit einer anderen Idee, weil wir haben von Crustle gesprochen, wir haben von Kelio gesprochen. Und eine Idee ist Roserade gewesen. Und warum Roserade? Okay, schau. Das Ding mit Roserade ist, dass Bullet Seed und Technician Sub-Keldeo besiegt. Hier habe ich noch Adamant, das ändert sich probably später nochmal, aber mit Bullet Seed kann ich, wenn auch er einen Shell Smash hat, kann ich eventuell schneller sein. Das ist eventuell noch nicht der Play, aber ich dachte so, wenn er Weak Armor spielt, kann ich Bullet Seed und generell gegen Sub-Keldeo kann ich dann Bullet Seed ansetzen und kann probably das Keldeo einfach ausnocken, wenn er einen Sub gegen mich bringt. Das ist die Idee, der Bullet Seed physisches Roserade. Kann ich später noch eingehen, habe ich dann überlegt, was ist. Weil halt Crustle so ein Problem ist, vielleicht Taunt zu zocken. Dann halt weniger in die Offensive zu gehen, aber das habe ich nachher wieder gecancelt, weil Saucy Rand nimmt halt von CC nicht so viel. Das ist unfortunate. Taunt wäre halt auch nice gegen Weezing, aber dann kann er halt auch Firebust zocken. Es war einfach ein anderer Bild, der, naja, jetzt gut geklappt hat. Die habe ich mal Fist of Xatu reingehauen. Heatwave war eine Idee, weil Durant eine kleine Lure dann dagegen ist mit Max Fistev. Wenn aber Bandit zockt, killt er mich sowieso. Dementsprechend ist das alles ein bisschen. Ich weiß auch nicht, für Bombi immer noch dasselbe natürlich. Und Rotom hat ein bisschen an. Ja, hat ein bisschen vom Moveset sich geändert. Jetzt habe ich halt Volt Switch. Das Ding ist halt, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Overheat ist halt nicht so der Play. Wenn ich so drüber nachdenke, bei Rillaboom, Wall ich sowieso. Und klar, Overheat macht Damage, aber da er halt in sowas wie Umbreon oder Type Null wechselt, bringt der Damage halt nichts. Da möchte ich halt A, Momentum haben. Pain Split ist nice, sagen wir mal, ich Toxic Flygon, der drückt irgendwie Stone Edge, drückt nochmal Stone Edge. Da ich Max Fistiff bin, das war der Cake, tut mich zwei Stone Edges nicht, dann kann ich Pain Splitten und dann bin ich auch eigentlich auf einer guten Range und kann einfach raus. Das ist so die Idee hinter dem Fistiff Set. Vor allem den Speed brauche ich auch eigentlich nicht, weil klar, schnell Rillaboom ist nice und so, aber. Die Hits davon besser zu tanken ist probably besser für mich als sowas wie Koba, Roserade, Ribombi ab. Und der Xatus ist probably nicht so worth. Und dann ging es weiter. Ich glaube, hat sich hier irgendwas geändert? Ich glaube, genau. Was sich hier dann geändert hatte, war, ich bin dann wieder auf ein offensives spezielles Koba ein bisschen umgestiegen, weil dieses Taunt-Ding gar nicht funktioniert hat.
ab Roserade dann ein bisschen Speed creeped. Bin dann auf Jolly Roserade gegangen, weil ich mir dachte, okay, die Nick Rosmeisen Thread. Ja, ich prepp mir hier gegen. Ja, also das Ding ist halt, ich erwarte keinen Dragonlance Nick Rosma. Aber falls er es bringt, möchte ich, dass mein Roserade, wenn der schon mein Scarfer ist, schneller ist. Und ich glaube, ich bin schneller als ein plus 2 Grass. Ja, nebenbei, ich weiß nicht, war das schon im Bild davor? Ich weiß gar nicht, was die Moves eben waren. Ich habe Shadow Ball auf jeden Fall drauf getan, weil ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Ich hatte hier immer noch Angst vor Durant. Dementsprechend, ich meine, das Ding ist halt, Roger Meat checkt ein bisschen. Ich habe Chopperberry Cobain, das war aber nicht genug. Ich möchte halt, dass mein Scarfer hier, und der hat halt auch Power Whip, weil ich jetzt, ey, Böller an. Ja, nee, das Ding ist halt, das für den safen, wo ist es? Verdammt, nein. Das für den safen Kelly Wanted. Ich dachte mir halt so ein bisschen, hier gehe ich auf die Chance lieber. Und Shadow Ball ist halt das Nice, dass es halt Durant tweeten kann. Und das hat mir so ein bisschen hier das Ganze ein bisschen erleichtert. Ich habe immer noch Sleep Powder, T-Spikes. T-Spikes ab dem Punkt noch recht nice, weil ich nicht dachte, dass er das Weezing Neutralizing Gas hat. Dachte so, ey, T-Spike, wenn ich sowas wie Type Nulltax gehe, cross mal richtig nice. Also das ändert sich nachher noch. Generell CN dachte ich mir, okay, damit kann ich meine Weezing bieten, so sie Torn klappt da probably nicht. So Max HP ist nice, aber ich möchte mir noch böllern können. Und ich glaube, sonst hat sich erstmal nichts geändert, genau. Das war halt dann das Ding. Obstagoon hatte ich immer wieder Jolly gemacht. Ich habe halt mal geguckt und habe halt überlegt, was so ein bisschen der Trade-off ist. Ich glaube, ich hatte ein bisschen auch Schiss dann vor Mr. Mime. Deswegen habe ich mein Obstagoon wieder Jolly gemacht, weil er 90 Speed hat. Und ja, ich habe immer wieder die Builds quasi kopiert. Ich habe dann irgendwie von vorne angefangen, Builds kopiert. Was habe ich hier gemacht? Genau, ich habe mich dann ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn ich Scarf Obstagoon zu. Weil so Rectus Double Edge kann immer ein Damage machen. Aber das Problem ist halt, der ist halt weak. Und ja, nachher kommt noch Weezing. Was ist, wenn er Stealth of Cormine spielt? Photon Geyser Power Gem. Das ist halt die Coverage, die er halt auch eigentlich gegen mein Team braucht. Da habe ich überlegt, okay, Roserade. Was ist, wenn ich physisches Scarf Roserade spiele? Spezielles Scarf Roserade? Stimmt, da kam das Ganze her. Ich dachte halt so, vielleicht Leafstorm. Weil Leafstorm, glaube ich, habe ich dann rausgefunden, ist stärker als Power Whip. auch wenn ich physisch offensiv spiele, minus Spez Attack, ist Leafstorm trotzdem stärker. Deswegen dachte ich, whatever. Ich meine, na gut, wenn er jetzt M spielt, you know, ist probably Whip dann immer noch. Ja, egal. Lohnt sich beides aber nicht. Dementsprechend habe ich das eh gelassen. Da war vielleicht Specialty Offensive, wenn ich Shadow Ball spiele, wäre nice, aber da macht Bullet Seed zu wenig. Dementsprechend habe ich mich hier für nichts entschieden. Das war ein bisschen eine Überlegung. Dann ging es weiter. Ich habe immer noch dasselbe hier alles. Ich glaube, ist hier irgendwas anders. Ich glaube, hier habe ich es einfach nur mal kopiert, um zu gucken. Ich glaube nicht, dass sich hier was geändert hat. Doch, ich habe den Spread ein bisschen angepasst. Stimmt, nee, hier habe ich mit einem Physi-Defensiven Cobalion experimentiert. Weil das Ding war halt, ich hatte hier immer noch Schiss vor Crustle. Weil wir gucken uns immer noch mal an, was passiert, wenn Shell Smash ist. Und wenn er nur Sturdy ist zum Beispiel, dann kill ich ihn probably nicht mit Roserade. Deswegen dachte ich hier, I guess mit diesem Fist of Investment tank ich einen EQ. Und dann kann ich mit Flash keinen ausknocken, wenn er mal gechippt ist. Ich glaube, ja doch, das müsste das Investment dafür sein. Ich glaube, die Idee habe ich auch nachher fallen lassen, aber das war zumindest die Idee mal. Das Problem ist halt, ich verliere halt den Speed an Keldeo. Ich verliere den Speed an Flygon, glaube ich. Ich bin mir nicht genau sicher. Habe ich irgendwo. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo. Obwohl, es kann sein, dass Flygon. Warte mal. War mir gar nicht sicher. Wir haben gar nicht sicher. Moment, bin ich schneller als Flygon oder nicht? Nee, ich verliere den Speed an Flygon. Genau. Ich glaube, der Speed war für Mr. Mime, wenn ich mich nicht irre. Lass mich kurz gucken. Ich meine. Das war Mr. Mime, oder? Wofür war der Speed? Okay. Ist fair. Der Speed war bestimmt wichtig. Ich glaube, den hätte ich dann irgendwie sowas. Nee, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich glaube, ich habe einfach das Fist Step Investment für Crustle gebastelt. Und habe hier noch nicht den Speed angepasst. Also ich habe hier eigentlich noch was ich evieren kann in Special Attack oder sowas. Weil ich glaube ich nur auf 157 gehen muss und dann habe ich irgendwie noch so Special Techniques. Okay, ich habe das einfach mit dem MV-Spread hier nicht angepasst. Aber Punkt ist immer noch derselbe. Das ist halt immer noch weak. Das ist schwierig. Moment, war ich jetzt? Hier war ich. Dann habe ich halt überlegt, okay, wenn Crust so ein Problem ist, warum nicht einfach Seismitoad? Ist Seismitoad nicht einfach besser im Matchup? Und so ist Seismitoad ins Game gekommen. Ich habe hier auch Rocky Helme draufgepacht.
Okay, warte, lass mich erklären, warum. Ich habe Jabba Berry halt mit Korra verloren. Und sowas wie Durant ist ein Problem. Und dann dachte ich mir, okay, Helmet, Xatu ist probably der Play. Heatwave los, immer noch da. Nice. Seismitor checkt halt Durant recht gut. Ist ein kleiner Kälte, checkt mit Water Absorb. Braucht aber die Power Whip leider, um Kälte zu tooten. Ich denke mal leider, ich habe den Move, das ist ja das Nice. Und gibt mir nochmal Rocks, ist halt auch nochmal nice. Ich glaube, hier hat sich nichts geändert, aber hier hat sich ein Move geändert. Ich glaube, vorher hatte ich Bulk, jetzt habe ich aber statt Iron Tail Switch Eru. Weil ich dachte mir so, Alter, wenn er Sturdy zockt oder was anderes, ich one-hitte den sowieso nicht. Iron Tail ist halt so. Ich meine, na, Iron Tail ist fein, ne? Aber, I don't know, da drücke ich dann lieber Knockoff oder. Was halt auch cool ist, wenn ich Switch Eru drücke, Shell Smash sich und dann ist er einfach geburnt. Und dann ist der in eine Sturdy gebrochen, dann kann ich ihn immer noch knocken. Und das habe ich dann deswegen noch über Iron Tail getan. Und meine andere Idee war, wenn ich Flygon irgendwann mal, wenn er Flygon zanken möchte und gescarft ist und ich ihm den Flame auf Switch Eru und den Choice Scarf kriege und dann mit Burnt geboosteten Guts Scarf Obstacle mit Fassade ihn sweepen kann, das wäre doch amazing. Ja, Wunschdenken, ne? Aber, ja. Das war zumindest meine Überlegung dahinter. Das war zumindest das Ding. Es ist immer noch ein bisschen, naja, CM-Pass ist immer noch dabei. Irgendwann, Moment, es ging immer noch weiter. Die Weezing-Realisierung, ach, da kommt sie bald. Weezing-Realisierung kam allerdings irgendwann. Ich glaube hier, genau, ich habe mal bulkiges Roserade ausgetestet, was auch gegen Specstyle. Das Problem ist halt, er kann halt Airslash drücken und das will ich eigentlich nicht und ich bin slower und das Set macht halt so gar keinen Progress irgendwie. Ich meine, ich habe Leech Seed, ne? Ich habe Sleep Powder, Giga Drain, T-Spikes, I guess, aber naja, dann habe ich halt realisiert, we sind ja Neutralizing Gas. Das ist nicht gut. Spokeman's Active Abilities have no effect. Und wir können das Problem mal zeigen, was damit einhergeht. Wir haben hier mal einen Jolly Obstagoon gegen Weezing. Sagen wir mal, der wird Pro Max System spielen. Machen wir mal tatsächlich, um es realistisch zu machen. Level 50. Jolly Bubble wegen Mr. Mime. Oh, guck mal, Fassade macht eine Menge, aber wenn Neutralizing Gas hat, Floatstone, genau. Burn Orb. Nee, Flame Orb, das war's. Wenn ich jetzt mal sage, oh, ich habe keinen Guts mehr. Dann mache ich so viel. Das ist nicht nice, weil, wenn er Helmet zockt, Fassade, chippt er mich. Der drückt Sludge Bomb, ich drücke nochmal Fassade, nochmal Burn, plus Helmet und dann nochmal Fassade und mein Obstagoon ist tot. Zumindest quasi. Ich mache immer noch eine Menge Schaden, ne? Es kann sein, dass ich Knockoff drücke irgendwann mal und das wäre ein fataler Fehler, weil Sludge Bomb macht auch nicht so wenig, weil Weezing gar nicht mehr so schwach ist und es muss eine andere Lösung her. Aber moderne Probleme. Eine moderne Lösung. Dazu, oh, Mr. Mime, ja, Mr. Mime ist so fast und was mache ich? Möchte ich ein fast Obstacle haben? So Sub wäre nice, aber Sludge Bomb und dann vielleicht Bulk Up und sowas. Double Edge wäre doch ganz cool oder Knockoff oder sowas. Gewinne ich dann vielleicht Sub, Bulk Up, Double Edge, Knockoff hier mit Speed Investment? Kann ich dann irgendwie mit Sub von 252 Obstacle? Nein, Weezing bricht den Sub. Und ich kann nicht mit Investment plus Speed Mr. Mime outspeeden. Was unfortunate ist. Das heißt, Das ist cool und so weiter, aber wenn ich nicht auf das Sludge Bomb subben kann, einen Free Sub kriege, dann was mache ich hier eigentlich? Dachte ich mir. Und dachte mir, naja, aber wenn der Neutralizing Gas spielt, ist ja eigentlich Seismitorb und Earth Bomb ganz nice. Ein Sub, das wäre eine Idee. Das Problem ist halt, dann habe ich halt keine Power Whip. Scald ist okay, aber Scald möchte ich eigentlich auch behalten für sowas wie Crustle. Ich meine, Power Whip ist okay, aber das Ding ist halt dann, wenn er wirklich doch Levitate spielen sollte, dann treffe ich nicht. Und Rillaboom ist nervig und Glassump ist cool, aber gegen so wenig bekomme ich dann auch nicht. Das ist schwierig und ich. Ja. Nehmen wir mal weiter. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen aufgegeben, gedacht, okay, whatever, was machen wir jetzt? Gucken wir mal, das war meine erste Option. Das ist immer noch derselbe Bild, glaube ich. Meinem Air/Core-Mind-Bild. Und ich war auch zufrieden. Ich war auch zufrieden, gäbe es Weezing nicht. Genau, ja, nee, stimmt. Ich hatte mal eine Discovery gemacht. Ich hatte ja einmal Heatwave drauf. Meine Discovery war, oh mein Gott. Wisst ihr, was der hat? Ich wollte nämlich Keldeo und Durant gleichzeitig treffen. Ich habe Air/Slash gefunden. Stimmt, der ist ja ein Flying-Type. Yes! Da kann ich Umbreon noch bieten. Das war nice. Problem ist halt immer noch, dass Weezing, halt, weil ich Magic Bounce habe und das aber trotzdem mal ignorieren kann, mich toxicen kann und so weiter. Das ist doof. Immer noch dasselbe Problem hier. Ich kann den zwar burnen, wenn er trotzdem Black Sludge hat oder so, dann kriege ich Damage und ihr merkt mein Struggle immer noch. Mein CM-Pass-Strategie war auch immer noch da. Das Problem ist ein bisschen irgendwie, Max Fist Step ist
fein. Ah nee, ist auch noch nicht Krux bei Bull. Max Fistev ist fein, auch wenn ich Erstlösch habe, wenn er ein bisschen Speed auf Mons spielt, bin ich dann slower und I don't know. Wenn eine Crossmo zum Beispiel Modest Max Speed spielt, kann er mit zwei Power Jumps einfach weghauen. Das war ein Problem. Deswegen kam ich halt dann irgendwann auf, genau, jetzt, ja, ich bin richtig, auf Speedy Xatu. Und Bedevsa, Bulga, Double Legend, Knockoff, Obstacle. Okay, lass mich erklären. Ich muss Weezing bieten. Weezing ist difficult. Und wenn ich so viel Spedef Obstagon spiele, was kann ich da machen? Wenn ich so viel Spedef Obstagon spiele, dann kann ich dafür sorgen, dass Weezing nicht mein Sub direkt bricht. Kann ich Burggarten, kann ich Double Legend. Problem mit dem Set ist erstmal, wenn er noch Helmet hat, aber deswegen habe ich Knockoff. Und das ist erstmal okay ist das immerhin. Ich kriege zwar nicht so viele Subs und Burggarten oder sowas, aber das kann man was machen. Und dann habe ich mir überlegt, Selig Berry, Xatu mit Wish Protect, Call Might, Air Slash wäre nice. Dann habe ich ja gedacht, okay, das heißt, ich muss aber die BP-Strategie aufgeben. Ich dachte halt, okay, Xatu muss jetzt erstmal als Alleingang durchgehen. Dann dachte ich halt, okay, wenn ich halt dieses E-Belt, ganze CM-Pass-Ding wegstreiche, dann zauber ich einfach All-Out Specs Rebombi. Böllern wir einfach. Das war, glaube ich, so einer dieser Rebuilds, die ich gebastelt habe. Und dann hat Seismitor das Team gefunden. Na gut, ich glaube, ich habe dieselben Mons, aber ein anderes Set. Und dann musste ich halt hier ein bisschen weiter. Ich habe immer noch T-Spikes. Kein Wunder, dass das bei mir noch nicht rausgefunden ist. Und dann habe ich immer noch mein Seismitoad-Set. Diesmal mit Citrus Berry, weil ich Lefties auf was anderem brauche. So ist ein Citrus Berry auf Seismitoad gelandet. Kommt später nochmal in Hand, by the way. Ja, das war aber erstmal so die erste Idee. Ich dachte so, das klappt maybe, aber auch maybe nicht. Na, wie überlegt, was mache ich? Ich kann irgendwie so ein Spitdev maybe auch zocken. Wish, Call My, Protect, Air Slash, vielleicht reicht das. Dann kam das hier aber nicht rein, weil das nämlich bad ist. Da dachte ich, okay, vielleicht kann ich Lefties auf Xatu nehmen, weil ich glaube, genau, Umbreon bei dieser Variante kann mit V-Play mich, glaube ich, tuten, irgendwie sowas. Deswegen irgendwie brauche ich Lefties, weil mit Protect kann ich dagegen was angehen. Ich merke später, dass Wish Bevel keine gute Idee ist, weil, kann ich schon erklären, weil wenn ich auf Power Jam reinkomme und er nochmal Power Jam, dann wish ich zwar, aber dann Power Jam will mich halt, ich bin tot. Das hilft mir nicht. Ich habe auch überlegt, okay, eine Sally Bay of Obstacle wäre auch cool. Book up Red Sleep Talk Fassade. Das musste ich auch bei Wish schnell aufgeben, weil ich gemerkt habe, dass Sleep Talk Fassade leider nicht geboostet wird. Das wäre cool gewesen, aber es ist auch sehr luckabhängig. Mich zu sein, mein Bild nachher hat auch ein paar. Aber egal, kommen wir später dazu. Irgendwie bin ich auf Honeygather wiedergekommen. Habe ich die ganze Zeit hier Honeygather? Nee. Ich weiß nicht, wie ich wieder. Ups. Da. Ich weiß nicht wieder, wie ich auf Honeygather gekommen bin. Aber whatever. Ja, das war mir die Überlegung. Das hat nicht funktioniert. Da habe ich gedacht, okay, was baue ich für Obstacle-Sets, damit ich dran vorbeikomme? Bin ich auf Lefties Karte immer noch gewesen mit Wish Protect? Jetzt kommen ein paar Obstacle-Builds. Rest, Sub, Fassade. Burgab war eine Idee mit Spedef. Naja, das ist nicht so nice. Wofür war der Speed nochmal da? Warte mal, lass mich kurz überlegen. 28. Ich glaube, das war einfach Random Speed für irgendwas. Ich glaube, das mattert nicht, dieser Speed. Also ich habe den im finalen Bild, dann muss ich nochmal überlegen. Wenn ich überlege, nehme ich Speedy Obstacle, einfach Rest Talk, straight up mit Burgab. Das wäre cool, by the way. Ich weiß nicht mehr, wofür das Investment ist. Es ist ein bisschen länger hier. Problem ist halt da bin ich ja gar nicht protected. Rest Talk ist cool und so, aber es ist immer noch Fassade, was nicht ganz geboostet wird. Immer noch das, den Rest bei den anderen Mons. Dann habe ich überlegt, Rest Talk Chess Domain mit Bulgup Sub. Das wäre eine Überlegung. Dann habe ich immer an was. Das war eine Überlegung. Ja, hier sind wir bei Rest Talk Chess Domain. Dann habe ich immer noch Resto Chester? Nee, warte, jetzt ändern sich die Xatu-Sets. Stimmt, hier haben wir noch Wish Protecten. Hier haben wir jetzt Wish. Wait, warte mal. Moment, hier aber. Genau, jetzt haben wir hier Wish Roost, weil ich mir okay, das andere Matchup gewinne ich nicht. Maybe, wenn ich Wish und Roost drauf habe, vielleicht wird das was. Genau, irgendwann habe ich mich auch entschieden, okay, Weezing ist ein Problem. Ich hau mal Extra Sensory auf Roserade drauf, weil er tutet den immer noch, wenn ich halt diese Variante fahre. Und mit Resto Chester kann ich halt, auch wenn ich gestartet werde, ist das alles kein Ding. Ich habe auch mal Defiant überlegt, weil wenn ich auf Flygon reinkomme, der Defogged plus 2 Boost ist ganz cool. Dann hier immer noch Resto Chesto. Genau, hier bin ich jetzt auf das richtige Xatu-Set gekommen mit Roost Protect. Weil mit Protect kann ich halt den Tooled KO durch V-Play verhindern. Und mit Roost kann ich halt gegen sowas wie Power Jam roosten. Und das war gegen Ende auch die beste Variante, die ich auf Xatu hätte spielen können.
Ob es im Finalteam gelandet ist, das sehen wir später, würde ich mal sagen. Ist das das gewesen? Genau. Und dann kam ich auf, genau, jetzt, dann wurde ich richtig crazy und gedacht, warte mal, CM könnte ich ja trotzdem mal, ich hau einfach den Keyberry drauf, hau die Def und dann CM ich mich hoch und lose da einfach. Problem ist halt da irgendwie Necrozma und ach, das ist einfach zu shaky und da hatte ich einfach keinen Bock mehr. Deswegen habe ich, ich sehe auch den Tina, deswegen habe ich das einfach aufgegeben. Bin dann auf so eine Speed-Dev-Variante mal gegangen mit Xato, das hat aber auch nicht funktioniert, weil da ist Xato auch nicht bulky genug. Und dann mache ich auch nicht mehr so viel Progress. Und dann ist halt Mr. Mime auch wieder ein Problem. Deswegen bin ich wieder speedy geworden. Ja, sonst hat sich hier nicht viel geändert. Hier ist es bei Boy Shield das geworden. Genau, nee, Roserade hat sich meine letzten Moves auch ein paar Mal geändert. Von Exosensibles auf Spikes. Dann mir, hey, vielleicht sind Spikes ganz cool. Ja, und dann bin ich noch weiter gegangen. Dann dachte ich mir, okay, was ist, wenn ich doch wieder Offensive zocke? Einfach Obstruct Search Root draufhaue oder sowas. Und einfach denke, ey, ist mir eigentlich egal. Wie sieht das eigentlich aus? Und ich glaube, to be honest, ach nee, genau. Nee, das war nämlich mein Kompromiss, weil ich dachte mir, okay, vielleicht ist es einfach auswechsellos mit Obstacle und versuche Weezing zu besiegen. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche eine andere Variante, Weezing zu besiegen. Dann bin ich drauf gekommen, okay, ich gebe einfach die Boots auf Rotom auf, packe da die Chesterbell Rest drauf, dann kann er mich nicht mehr Toxic und T-Bolt hin einfach dreimal. Und dann ist auch gut. Gegen Ende, glaube ich, ein guter Kompromiss. Das ist eine Variante, die, glaube ich, mir auch gefällt, die ich hier spiele. Habe mir dann auch Aromatherapy auf Roserade getan, weil falls ich dann auch mal resten möchte, möchte ich auf jeden Fall den Status wegkriegen. Genau, deswegen war auch Obstruct drauf, damit ich halt den Flame Mob wieder aktivieren kann. Und das ist eine Variante, die mir gefällt. Problem. Was ist das Problem? Ja, Weezing. Eigentlich Weezing. Warte, ich muss gerade überlegen, warum ich diese Variante hier aufgegeben habe. Ich glaube, es war A, Necrozma, weil Xato nicht bulky genug ist. Ich fand... Ja, wow. Ich fand sowas wie Durant immer noch scary, sowas wie Crustle. Die beide müssen halt vom selben Money gecheckt werden. Ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das waren so Pokémon, die mich trotzdem jetzt noch in eine andere Richtung deswegen bewegt haben. Und ja, ich glaube, das große Ding war einfach, Xato ist einfach nicht bulky genug. Ich kann halt CM spammen, aber wenn er selber CM spielt, dann macht das irgendwie nichts. Und klar, ich habe irgendwie Obstacle, was schneller ist und dann böllern kann, aber irgendwie ist das auch nicht so nice und dann wird dann immer noch gechippt. Ich glaube, die ganze Weezing-Problematik hat mir einfach Schiss gemacht. Deswegen sind wir weitergegangen. Das ist aber eine Variante, die nice war. Und dann dachte ich mir, okay, Alter, wen juckt Obstacle? Wir nehmen jetzt mal Cobain. Aber das wäre wirklich 50. Was mit den anderen Varianten passiert? Glaube ich, gelöscht oder so. Kamen wir auf Cobalion. Weil ich dachte mir halt, okay, sowas Durant, ich glaube wirklich Durant war das Problem. Ja, ich glaube, doch, ich glaube Durant war das Problem. Honeclaw Durant oder sowas, weil Seismitoad schon andere muss checken. Ja. Und dachte mir, okay, kommen wir Cobalion rein, weil Cobalion wird das. Die können ganz nice sein. Und dann halt Böller maybe. Dann war mir meine Breaking Potential weg und dann jetzt wurde Necrozma wieder scary. Nicht, dass er vorher schon scary war, aber ja, das hat hier, glaube ich, nichts geändert. Ne, jetzt habe ich aber SD-Cobain mit Voltswitch reingetan. Kann damit gegen Weezing auch Voltswitchen, was ganz nice ist. Ich meine, Obstacle kann auch Parting schon, aber der ist halt immer ein... Ah, nee. Ich weiß doch hier, dass das Problem ist. Diesen Bild habe ich weggeworfen wegen Mr. Mime. Weil klar, ich habe Monster, die schneller sind, aber nichts möchte reinkommen. Alles ist irgendwie nervig. Und der kann den auch immer weghauen. So, noch Xato kann Mr. Mime nicht kampen. Das ist ein bisschen scary. Deshalb immer kann ein Hit Tank, Iron One Hit fertig. So, das ist einfach nice. So, ich habe immer noch dieselbe Weezing-Antwort. Dann habe ich gedacht, ändern wir noch mal ein bisschen was. Was habe ich getan? Hat sich hier irgendwas geändert? Ja, stimmt. Da kam mein Seismitoad-Set zustande. Weil wir, ich habe eben schon gesagt, die Citrus Berry, da sollte man aber gucken. Weil ich dachte, so Citrus Berry, okay, das ist nice. Aber Kelly hat auch Sphäre und Secret Sword, das heißt, ich muss mich gegen beides preppen. Und ich habe mir jetzt so ein Investment bei Seismitoad gemacht, was tatsächlich von Secret Sword mit Citrus Berry und von Aura Sphäre mit Citrus Berry nicht getootet wird. Das heißt, theoretisch im 1v1, wenn ich zweimal Power Whip, gewinne ich das, selbst wenn das Specs ist, was halt nice ist. Das war so meine Idee, kann ich ein bisschen Special Attack haben und so. Und sonst brauche ich das Bulk Investment auch nicht ganz. Stimmt, ich habe mich zwischendurch immer für Earth Power entschieden auf Seismitoad. Weil ich mir dachte, Weezing mit Neutralizing Gaze, tja, dann treffe ich einfach mit Earth Power, ist mir doch egal. Ja, und dann ging es weiter. Dann ging es immer noch weiter. Dann habe ich gedacht, na, warum eigentlich? Obstagoon ist eigentlich auch nice, kann ich breaken. Ja, das klappt
leider noch nicht so ganz. Dachte ich mir, eigentlich löse ich nicht alle Probleme, wenn ich Xato rausschmeiße, weil Xato macht sowieso nichts, ich block Probably Rocks eh nicht klar, kann dann den Crossman dann irgendwie free rocken, aber das kann er gegen Xato sowieso, wenn er Power Jammt, das nervt mich, das möchte ich nicht, kann nämlich passieren, oder wenn er einfach Scormine zockt, dann, ach, nee, dann, so bin ich jetzt bei Kobari plus Obstacle gelandet, Xato einfach ganz raus jetzt, und dann habe ich meine Spit of Restock Variante, dachte mir halt, okay, Spit of Obstacle, der checkt jetzt nämlich eine Crossman, der checkt jetzt auch Weezing, habe ich noch eine Weezing Antwort, weil Xato bietet auch nicht wirklich Weezing, weil er wird einfach getoxic, das ist auch doof, und er kann auch theoretisch was von Mr. Mime denken. Und tatsächlich habe ich mich auch jetzt mal für Body Slam entschieden, weil das paaren kann. Fassade, Double Edge, alles Ass ist ein Nachteil hat. Body Slam kann immer paaren, auch variieren, wenn ich Bulk habe und Body Slam. Ey, das ist nice. Ich glaube, sonst hat sich hier nichts geändert. Danach, was passiert damit? Ist die Variante nice? Habe ich gedacht, okay, warte, das ist nicht der Play. Und dann bin ich jetzt auf Sub Bulk up, Body Slam Knockoff gekommen. Ey, Dual Attack, das ist nice. Und na, I guess, das ist immer noch nicht so okay. Was mache ich? Und bin da tatsächlich immer noch nicht. Okay, ich weiß nicht, was ich hier geändert habe, by the way. Ich hab mir nicht mehr so rote Miete. Genau, hier dachte ich, ach, Weezing, ich biete nicht ganz extra sensitive, das wird sein. Okay, dann dachte ich mir, na, nevermind, gehen wir mal weiter. Genau, und dann kam die Krux, wie vom Himmel gefallen. Sub-Obstruct. Warum Sub-Obstruct? Ich kann A, seine Matschbomben ausdrücken mit diesem Set. Legit, das war eine meiner Ängste. Dass ich mehr Matschbomben als ich Subs habe. und ich nicht genug Bulk upen kann, nicht genug recovern kann. Und das Ding ist halt nämlich, wenn ich Sub Obstruct drücke gegen sein Weezing und der die ganze Zeit eine Sludge Bomb spam, da kann ich einfach mich auf plus 6 Bulk upen, Sub Obstructen, bis seine Sludge Bombs aus sind. Und dann recover ich einfach auf 100% wieder zurück und habe plus 6 Knockoff. Bug Body Slam. Das war das Ding, falls er keinen Taunt spielt und Helmet ist. Genau, das war das Problem. Wenn er Helmet ist, by the way, und Taunt spielt, dann muss ich mit Body Slam machen. Ach, damit habe ich abgeschlossen. Und dann konnte ich jetzt auch wieder auf Rotom Heat Heavy Duty mitspielen. Genau, das war auch eins der Probleme, warum ich wieder Obstacle drin haben wollte. Weil, wenn ich halt auf Rotom halt nicht die Boots spiele und Xatu weg ist und ich auf Rotom Chesterberry spiele, dann nehme ich Rocks Damage irgendwann. Das möchte ich nicht. Ich möchte keine Rocks Damage haben. Deswegen kann ich jetzt wieder die Boots spielen, habe wieder Pain Split drauf. Alles wieder fein, alles wieder gut. Habe immer noch Volt Switch. Immer noch Exosensory und dann hat sich jetzt noch mal ein bisschen was geändert in den letzten Teams. Genau, habe ich nochmal probiert mit Double Edge und wieder, hey, vielleicht ist eine Reckless. Na, nice, aber das war noch eine kleine Flug. Und dann sind wir jetzt tatsächlich bei der vorletzten Variante. Das ist noch nicht bei der letzten. Genau, jetzt ist wieder Body Slam draufgekommen. Gemerkt, dass das crazy war. Und tatsächlich hat sich noch eine Sache geändert jetzt gegen Ende. Wir sind beim finalen Team jetzt auch, dass wir nämlich aus Discharge haben. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz durch und erklären, warum ich was habe. Also, wir haben SD Cobalion drauf. Warum SD Cobalion? Weil SD Cobalion ist ein Threat auf plus 2, killt der Keldeo, killt Durant, two-hitted mit Iron Head und kann flinchen der Cosma, killt Umbreon, killt Flygon, wenn der kein Scarf hat, killt Dub Null, Weezing wird eh gechippt das Game, kann den Iron Head und der Rest, der died einfach. Dementsprechend, Cobalion ist offensiv richtig nice. Das ist nochmal eine offensive Wincon, ist ein sehr guter Check gegen einen Ningemons, wie zum Beispiel Umbreon, Dub Null und so weiter, Durant. Ist ein Speedtime mit Keldeo, was ihm gar nicht gefällt, ist halt ein richtig, richtig, richtig gutes Mon. Und selbst wenn Weezing reinkommt, kann er über Volt wechseln. Dementsprechend Cobalion ist einfach mal was in diesem Matchup Insanes. Dann habe ich mein Spidef Obstagoon. Okay, warte, da muss ich, glaube ich, ein paar Cakes und ein bisschen erklären. Warum Obstagoon? Gegen Obstagoon wird Weezing reinkommen. Das ist unvermeidbar, das wird passieren. Sludge Bomb bricht nicht den Sub, das ist nice. Und ich kann einfach subben, obstructen, Bulk up. Man kann taunten, aber ich meine, ich kann dann Body Slam. Wenn er nicht Rocky Helmet hat, er kann Rocky Helmet haben, kann es auch drücken. Aber wenn das nicht hat, dann ist nice. Dann kann ich halt einfach Body Slam, wird gepaart, probably. Und gewinne das 1v1. Und selbst, sagen wir mal, er hat keinen Dings und muss wechseln sowas wie Type Null. Dann ist halt das Nice hier, Utim bricht nicht den Sub, auch wenn er hier sowas wie Element spielt. Ich gehe davon aus, dass er Spidef zockt. Eine Menge Schaden und wegen Obstructor, deswegen habe ich Jute mal raus. Minus 2 Death, ich mache eine Menge Schaden. Das ist auch wahr gegen sowas wie Durant, sagen wir mal. Wir gehen mal von. Nehmen das mein Custom Set. Ich habe gegen alles Custom Sets gebaut, weil der Bild seltsam ist. Ich gehe mal davon aus, ich bin am Sub zu Superpower. Ich kann auch Obstructen, er ist minus 2 Death und ich drücke auf 60% mit Body Slam. Krieg eventuell die Paare und kill ihn danach, weil er einfach langsamer ist. Genauso mit Keldeo, genauso wie alles andere. Dementsprechend, Obstagoon ist nice. Ich habe eventuell irgendwie. Wo ist das Bild von Downy?
eventuell die Grafik von Downey verloren. Ich sehe sie gerade nicht in der Preview mehr. Ist ja auch egal. Sie sind mal verschwunden. ja, ist ja auch wurscht. auf jeden Fall ist das ein nices Ding. Was glaube ich übrigens, was er mitnehmen wird, wo wir jetzt dabei sind? Ich glaube, er nimmt Flygon mit Scarf Defrog. Scarf, weil der nice ist mit Scarf, weil er Sachen revengen kann, der EQ Stone, was er quasi auch eigentlich nur braucht, ein U-Turn. Kann sein, dass es nicht mitnehmen wird, aber eigentlich braucht er einen Scarf, weil Rebombi ein richtiger großer Threat ist und er den revengen möchte. Das ist zumindest meine Idee dahinter. Da glaube ich, Necrozma wird ein Support-Set spielen mit Rocks, weil Rocker braucht er natürlich. Fortin Geyser ist ein super geiler Step. Brick Break ist halt nice, weil er sich gedacht, guck mal, Obstacle, der kommt halt meine Moves ran. Ah, da kommt der Brick Break. ja, das wird mir nicht gefallen, aber es ist okay. Aber ich kann halt Obstructen dagegen, ne? Und dann ist er minus 2 Deffen, das möchte er nicht. Und dann kann ich subben und dann nochmal Obstructen, weil er muss ja eigentlich Brick Breaken, vielleicht möchte er nicht attacken. Ach, und warte. Necrozma mit Power Jam bricht nämlich nicht den Sub. Das heißt, ich kann subben und wenn er, okay, wir drücken nach Power Jam, dann sehen wir, was das für ein Set ist, dann bricht er den Sub nicht, dann kriege ich einen Bulker raus. Kriegt dann nochmal minus 2 Def und dann kille ich ihn einfach. Warte. Ich jetzt gehen wir, sagen wir mal +1/+1 gegen minus 4 Def. Dementsprechend, das Set ist amazing. Das möchte ich nur sagen. Dann glaube ich, dass tatsächlich sogar Mystic Water Kälte zocken mit Calmind, Hydro Auris für Erslich. Das wäre, glaube ich, das beste Matchup gegen mich. Aber, ja, ich glaube, das ist alles fein, was er da bringen kann mit Keldeo. Da kann viel passieren, kann auch Subcommand sein oder sowas. Das ist so das Scary Stuff, was ich mich jetzt mal preppen würde. Dann hat er Duran mit Life, obwohl ich mir Homeclaws vorstellen kann. Iron Head Superpower Accessor, weil er richtig strong ist und richtig gefährlich ist, wenn er Homeclaws hat. Aber mal gucken. Und dann Weezing Fist of Neutralizing Gas Sludge vom Taunt Toxic Fire Blast. Taunt gefällt mir nicht, aber kann auch Haze sein, kann irgendwas anderes sein. Wer weiß, kann auch Wisp sein von mir. Es kann auch Clear Smog sein, ist es mir auch egal. Kann wirklich Kleesmog sein, by the way. Ich glaube, das ist nice, wenn das Kleesmog ist, by the way. Ich weiß gar nicht, ob es in den Sub geht. Das ist auch egal. Das wenn dann. Boah, die sind nämlich auch nochmal. Das ist schade, dass ich ihn nicht knocken kann. Er kann noch T-Spikes rein, theoretisch, bringen. Ja, ich meine, er kann sich vielleicht denken, okay, Xatu kann ich trotzdem Magic Bounce dingen. Wird halt da zu sehr darauf abgehen, dass er halt das Magic Bounce umgehen kann und kann dann Heatwave. Kann dann, Toxic Spikes drüber bringen, aber weiß ich nicht genau. Kann auf jeden Fall möglich sein. Ansonsten sehe ich nicht viel in seinem Moveset, was er, glaube ich, bringen möchte. Kann auch Explosion bringen, aber ich glaube halt nicht dran. In Pain Split ist vielleicht noch sogar was ich sehen würde. Rest May. Na, eigentlich auch nicht. Ja, und das wäre es so. Und dann sehe ich Spidef Tap Null, weil er braucht was für Bundlebee, weil ich glaube, er wird mega Schiss für Bundlebee haben. Deswegen Spidef, U-Turn, Rest Talk, Crush Claw. Das ist auch ein Sleep Absorber, checkt halt auch Roserade. Hat so den Double Purpose da, dementsprechend, glaube ich. Sehr sicher, dass wir das probably sehen. Andere Mons, wie gesagt, ich habe halt von Shell Smash Sturdy Krasse gesprochen, der ist eigentlich ziemlich cool. Umbreon mit Spidef ist eigentlich genauso. Ein bisschen ähnlich wie Type Null, so entweder Umbreon und Type Null sich. Aber Type Null sich ein bisschen eher, wenn er Umbreon mitnimmt statt Type Null. Freut mich das, weil Bundlebee kann intuiten mit Specs. Ja, wenn er ein bisschen mal mitnimmt, so eine Art Live-Upset-Problem mit Speed und dann Böllern oder sowas. Subpass Jolteon würde ich sehen, wenn er den mitnehmen würde, mit genug Speed für Bundlebee oder halt sowas wie Band Rillaboom. Der kann auch SD spielen oder sowas, das Problem ist halt, er ist zu slow. Dementsprechend, ja. Und gehen wir mal weiter an. Was macht Obstacle noch für tolle Sachen? Ich frage mich, warum das Bild nicht mehr eingebunden ist. Ja, ihr habt's ja lange genug gesehen. Ihr habt ja jetzt eine Vorstellung. Merkt, ja, einfach Necrozma checken, einfach Monster checken. Ich meine, guckt euch das hier mal an. Flygon, der wird obstructed und so, ist nice. Keldeo, klar, da muss ich in einem Sub sein, aber Body Slam kann ich ja natürlich ein paar ran und tooten damit. Genauso Durant, wie sie gesagt, habe ich. Auf dem brauche ich einen Booker, wenn es Bedef ist, zwei, wenn er Element Max Attack ist, um zu subben und das wird Sub wird nicht gebrochen, Klasse, whatever. Okay, das ignorieren wir mal. Wenn er wirklich Klasse gegen mich bringt, dann muss ich nicht mit Obstacle den checken. Umbreon kann dann nichts dagegen machen, da kann ich auch mal was haben. Der V-Play bricht dann nicht den Sub. Mr. Mime, wenn ich einen Sub habe, ist nice und der kann mich nur mit Focus Blast one-hitten, der killt mich niemals. Ich glaube, Specs Blitzer tutet nicht mal Obstacle. Und ich habe Define, falls er mich, nicht Define, Guts, falls er mich paaren sollte. Und Rillaboom. Na gut, Rillaboom ist ein kleines Problem, aber gut, wenn ich mal ein paar Brücke gehabt habe, das ist kein Problem mehr. Dementsprechend, Obstagoon ist nice. Es ist ein crazy Set, aber wir sind auch einen crazy Weg lang gekommen. Dementsprechend ist das alles fein. So. Wir haben mein gutes Bumblebee, mein Rebombi dabei und der Specs und der kann böllern. Und ich zeige dir das mal ganz kurz, weil der ist eh schon lange genug, sind wir mal ehrlich. Dann machen wir es jetzt auch ein bisschen länger.
hier Specs gegen Max HP. Wenn er halt das ist, dann mach Rock Style einfach, das ist nice. Also möchte reinkommen, sowas wie Weezing. Weezing wird deutlich Psychic, Moomlas macht eine Menge nach Rocks. To be honest, ist es schon, na gut, ist es nicht. Aber es ist, wir chippen den, und den möchte Weezing eh nicht reinholen. Spideff-Type Null machen wir nicht so viel, aber to be honest, wenn er tatsächlich Adamant-Type Null spielen möchte, ist er mal Free It. Was eigentlich ganz nice ist, und sonst böllert er halt auch das meiste einfach um, was schon nice ist. Der ist einfach ein gutes, starkes Mon, und was ich halt eigentlich spammen würde, wird Moomlas sein. Klar, gibt es auch sowas wie Resistances wie Durant, aber Durant ist halt nicht bulky. Klar, Iron kann mich killen, aber selbst wenn er hier so First Impression Live-Op spielt, killt mich das halt nicht, weil ich tatsächlich ein Farrier bin. Das heißt, ich habe eine Bug-Resist. Er kann Scarf to Range. Ja, ich habe überlegt, ob er Scarf to Range spielt. Das große Problem ist halt, ich habe halt zu viele Resistances für Bug, für Steel und Fighting halt. Er möchte sich halt mit Durant eigentlich nichts locken. Das ist für ihn so das Problem. Wenn er wirklich Scarf spielt und gegen sowas wie Obstacle reinkommt, gerne, dann obstruct ich einfach und guck einfach, was er machen möchte und krieg noch free Lefties. Das ist auch das Gute an Obstructing Sub, ich krieg aber Lefties. Und ja, der ist nice. Roserade, glaube ich, muss ich einmal für die Demonstration die Cakes machen. Übrigens, bei wo er Roserade macht, nichts gegen Durant. Aber noch Rocks kill ich ihn mit Shadow Ball, das ist fein. Keldeo. Wieso ist das nice gegen Keldeo? Oh, Free Hits. Nach Rocks, Alter, cool. Das heißt, wenn man Sub rausholt, nee, dann brauche ich eine gute Bullet Seed Roller. Aber es kann nur sein, dass er einfach CM wird, wenn er subbt oder sowas. Und dann kann ich aber Bullet Seed. Und was das Nice ist natürlich, Airslash killt er mich nicht einfach. Nein, er killt mich nicht. Klar, Rocks können rauskommen, aber deswegen habe ich einen Defogger dabei. Und ja, das heißt, Roserade ist auf jeden Fall einmal immer der Switch in den Keldeo. Wenn er subbt, amazing. Ich hoffe, dass er gegen mich subbt wird. Ich hoffe, dass er durch 4 Bullet Seeds dann dying wird. Selbst wenn, dann hoffe ich, dass er CM wird, dann ist er dann dying. Und selbst wenn er sowas mit Type Null reinwechselt, to be honest, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist es gar nicht mal so schwach. Weil 23 bis 28 ist nicht so bad. Wenn wir mal so sehen, vielleicht wenn mal 5 Hits kommen, dann machen wir schon fast 40%. Und das ist eigentlich schon nicht bad. Wenn wir zwei miteinander 5 Hits kriegen und in Rocks reinkommen, dann könnte er schon dein. To be honest, das ist wirklich nicht so bad. Also, das ist ein Meme, aber es ist funktioniert. Das ist ein Meme, was funktioniert. Hier mal mein Size Method. Ich kann euch mal ganz kurz die Kelly Rolls zeigen, weil ich glaube, da seid ihr schon alle wild drauf. Warum funktioniert das? Weil Size Method. Level 100. Genau, Secret Sword macht, müsste zwar über 62,5 machen, damit er mich tootet, weil Citrus Berry ja 25% regenerated. Dementsprechend kann er mich nicht tooten und ich toote ihn mit Power. Ich muss natürlich hitten, aber genau, you know, für den Notfall. Ich glaube nicht, dass die Situation passieren wird, aber genau. Und dann, stimmt, Last Move Rotom Heat, genau, habe ich jetzt Discharge drauf. Warum Discharge, warum nicht T-Bolt, warum nicht Volt Switch, wo kommt jetzt plötzlich Discharge her? Wieder Weezing Matchup, das Ding ist halt, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich möchte gegen Weezing nicht Volt Switchen eigentlich, weil das möchte ich Volt Switchen, eigentlich gar nichts, da möchte ich eigentlich drin bleiben. Weil wenn das Sludge Bomb drückt, mein Obstacle Poison, das ist nicht nice oder Toxic, das gefällt mir alles nicht. Rotom Heat ist ein Pokémon, was ich gegen irgendwas aufgeben werde. Kann gut möglich sein. Ich kann sein, dass ich gegen Necrozma drin bleibe, den Tooten lasse, damit ich einfach Necrozma Toxic oder ich, gut. Zumindest ich bleibe drin, Toxic, lasse mich Frau Power Jam treffen, bin super low, aber gehe dann Obstacle oder sowas. Einfach weil Rotom Heat, glaube ich, nicht so einen Amazing Purpose hat. Der kann defoggen, das kann er auch immer machen. Auch gegen die ganzen Slowmons von ihm. Aber ist halt nicht so amazing in dem Matchup. Aber deswegen kann ich den halt so ein bisschen freier spielen. Und gegen irgendwas, glaube ich, wird der halt probably gesackt werden. Oder zumindest halt das 1v1 gewinnen und damit dann dein. Oder eine Cosmotoxic zum Beispiel gibt mir halt eine Menge Progress. Discharge ist generell aber auch ein nicer Move, einfach wenn er sowas wie Durant gegen mich hat. Klar, ich kann dann den Fire Move spielen, aber Discharge gibt mir nochmal die 30% Parachance. Neben Body Slam probably würde es irgendwann mal passieren. Selbst wenn nicht, ist fein, macht genug Damage immerhin. Ist halt 10 Base weniger als T-Bolt, ist das fein. Und klar, Wurzel halt gegen Durant dann zum Beispiel besser, aber wenn ich ihn paaren kann, ist das, glaube ich, ein okayer Trade-off. Aber weil ich halt gegen Weezing nicht irgendwas machen möchte. Und selbst wenn ich mal getoxic werde, ich habe immer noch Aroma Therapy auf Roserade. Das ist alles irgendwie machbar und ja, das ist tatsächlich das Team. Ich zeige euch nochmal ganz kurz einen tollen Cake, weil ich das auch nicht gedacht habe. Ich habe Cook Bailey, nee, ich habe Plus Comet unterschätzt. Ich dachte nicht, dass das killt. Und wenn er nicht Specs ist, by the way, tanken wir alles um Geld. Cook Bailey ist amazing. Aber ja, es ist
Er ist einfach hart gewesen. Ich finde halt, Downeys Team ist richtig, richtig hart, wenn man sich dagegen preppen möchte. Und genau das haben wir, glaube ich, hier im Teambuilding auch gesehen. Meine Frustration war, glaube ich, zu spüren. Und ich bin froh, dass ich ein Team habe. Wir kämpfen jetzt, glaube ich, in 40 Minuten oder sowas. Mal gucken. Team ist schon gegent. Das ist es jetzt gegen Ende, was wir bringen werden. Ich habe keinen. Ja, ich habe die Angriffs nicht gebrochen. Es sieht crazy aus. Es ist crazy. Aber moderne Probleme erfordern moderne Lösungen, würde ich mal sagen. Wenn ihr so lange da gewesen seid, dann bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt. Aber ich dachte mir halt, wir reden heute über alles, weil ihr genau wissen sollt, wie ich hierher gekommen bin. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig, weil sonst versteht man nicht wirklich, wie das Team, warum das Team so aussieht, wie es aussieht. Ich habe angefangen zu bauen am, lass mich nicht lügen, Sonntag. Der Probe habe ich Samstagabend schon angefangen, nach dem Draft. Und wir haben jetzt Freitag. Und jeden Tag habe ich mich ein bisschen rangesessen, außer gestern und heute. Weil ich dachte mir halt, nachdem ich diesen Bild hatte, okay, ich cover alles irgendwie. Ich bin insane, das ist fein, wir machen das jetzt. Und dementsprechend bin ich jetzt hier, wo ich gelandet bin. Ich habe sehr viel Zeit in das Teambuilding reingesteckt. Ich hoffe, dass ihr das appreciated, dass ich halt hier dieses Team habe. Und ich hoffe, dass dieses Team funktionieren wird und der Downey-Killer werden wird. Wenn nicht, dann mehr konnte ich auch nicht machen mit diesem Team. Manche Matchups sind halt einfach so. Aber ich glaube, dass ich halt trotz des krassen Matchups, wie zum Beispiel Rant irgendwas reinzuhauen, Keldeo, Weezing vor allem, dass ich da was machen konnte. Ich glaube, ich habe meine eigenen Matchup-Picks, die ich machen kann. Sowas wie Specs, Rebombi und Cobalion so gut rausgehauen, wie es konnte. Obstagoon wäre ein guter Pick gewesen eigentlich, aber das Problem ist halt mit Weezing, Rocky Helmet und so weiter, ist einfach ein zu großer Stopp für mich und das kann halt super einfach passieren und Weezing darf da halt nichts frei bekommen. Deswegen wird Weezing nichts frei bekommen. Spidef Obstagoon wird amazing sein. Das war, ja, Full Life Games, der Manager des Teams, Riffex Pontifex und ich sag mal, auf einen guten Kampf. Bis dann und ciao.